Gegenstandsnummer SCP-185. Objektklasse sicher. Euklid in Erwägung gezogen. Sieh Dokument 185-1 für Details. Spezieller Haltungsprozess. SCP-185 muss in einem schalldichten Raum mit rauschfilternden Mikrofonen zur Überwachung untergebracht werden. Für dieses Objekt sind Standard-Schutzprotokolle anzuwenden. Es muss von allen Beteiligten in der Kammer, ausgenommen Testsubjekte, Gehörschutz getragen werden. Beschreibung. SCP-185 scheint ein russisches R-105M-Funkgerät aus dem Kalten Krieg zu sein. Nur, dass es eine provisorisch angebrachte Tastatur und eine LCD-Anzeige besitzt. Das Objekt kann die meisten Funkübertragungen, inklusive kodierter Signale, empfangen. Versuche herauszufinden, wie es selbst die stärksten Verschlüsselungen knacken kann, blieben bisher erfolglos. SCP-185 hat eine sehr große Reichweite, die selbst moderne Ausrüstung übertrifft. Seine Funktionen entsprechen denen eines normalen Funkgerätes, bis etwas über seine Tastatur eingegeben wird. Gibt man eine beliebige Jahreszahl mit der Tastatur ein, scheint es, dass das Funkgerät Übertragung aus eben jenem Jahr empfängt, abhängig davon, ob die Übertragung durch die eingestellte Frequenz erfolgt. Dies wurde entdeckt, als nach der zufälligen Eingabe der Zahl 1939 Neville Chamberlain zu hören war, wie er Deutschland den Krieg erklärte. Die Möglichkeit, mit Daten und Zeiten zu experimentieren, wurde erkannt und wird erforscht. Die Eingabe von zukünftigen Daten wurde diskutiert. Es muss noch entschieden werden, ob die Erfolge die Gefahr eines Zeitparadoxons übertreffen. Im Inneren erscheint das Funkgerät unverändert und die Tastatur wurde in einem Kasten an der Seite des Gerätes angebracht. Die Forscher können die Tastatur nicht öffnen, da der Kasten aus einem Metall besteht, welches erst noch identifiziert werden muss. Es kann nicht zertrennt werden und so gibt es keine feststellbare Möglichkeit, es zu zerlegen. Anhang. Dokument Nummer 185-1. Vorfall 1. Während eines Tests wurde das Jahr auf minus 13,73 Milliarden gesetzt, zu der Zeit, in dem vermutlich das Universum erschaffen wurde. Die von dem Objekt emittierten Lautstärken konnten mit Standardausrüstung nicht gemessen werden. Überlebende des Vorfalls berichten von einem grollenden Klang, ähnlich der Aufzeichnung von Radiowellen der Sonne. All jene im Umkreis von 200 Metern um das Epizentrum starben durch Erstickung. Schallwellen zerrissen die Kapillargefäße der Lungen. Die Autopsie ergab, dass die Opfer im Grunde an ihrem eigenen Blut erstickten. Das Gerät stellte seine Funktion für einige Zeit nach dem Vorfall ein und es wurde herausgefunden, dass die interne Batterie versagt hat. Die Ersetzung stellte die Funktion wieder her. Es wurde angemerkt, dass die LCD-Anzeige immer noch leuchtete, was darauf hindeutete, dass das Gerät, abgesehen von den anormalen Kasten, keine besonderen Kräfte besitzt. Die Schallwellen haben ebenfalls SCP unbrauchbar gemacht, was eine Neuklassifizierung von besagtem SCP zu neutralisiert zur Folge hatte. Das Funkgerät hat keinen Schaden genommen. Vom Standort wurden Schäden berichtet und ein Teil musste zwecks Reparaturarbeiten gesperrt werden. Die Tests werden bis auf Weiteres eingestellt. Dr. Jedes Personal, das im Dienst Musik über das Objekt hört, wird diszipliniert. Objektanfrage. Die mobile Einsatzgruppe Delta 5 stellt einen Antrag auf Nutzung von SCP-185, um Objekte noch vor ihren Rivalen aufzuspüren. Die Einsatzkräfte glaubten, dass die Iraner wichtige Informationen besaßen und wollten ihre Übertragung abhören. Antrag stattgegeben. Persönliche Auswertung.
Hallo, ihr Verrückten. Bevor die Auswertung losgeht, eine ganz kleine Anmerkung. Die SCP-185-Akte sollte letzte Woche kommen, deswegen ist die Auswertung auch ein bisschen veraltet. Archie hat das aufgenommen, aber wir haben es nicht mehr rechtzeitig hochgeladen. Deswegen Entschuldigung, es ist nicht mehr alles aktuell, was dort drin gesagt wird. Aber hier ist die Akte und nun viel Spaß bei der Auswertung. Hallo, ihr Verrückten. Hier ist mal wieder der Archivar des SCP-Archivs und ich übernehme heute die Auswertung für Kati, denn ich möchte, bevor ich dazu komme, noch eine kleine Anmerkung in eigener bzw. Katis Sache machen. Für diejenigen von euch, die es noch nicht mitbekommen haben, heute am 15.10. hat unsere liebe Kati Geburtstag! Woo! Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Wenn ihr ganz, ganz tolle Postkarten von Kati bekommen wollt, mit Motiven, die sie selbst gestaltet und die sie selbst auch zeigen und die jede mit einer persönlichen Widmung versehen wird, dann werdet doch Katis Patreon. Kommen wir aber endlich mal zum SCP. Es war ein extrem kurzer Artikel, leider, und ich muss auch dazu sagen, in meinen Recherchen ist das SCP nicht so gut weggekommen. Also allgemein hin finden die Leute das SCP eher mittelmäßig bis schlecht, was ich in gewissem Maß auch nachvollziehen kann. Es hat nichts sehr Besonderes an sich. Die Idee ist gut, aber es ist nichts Bahnbrechendes, nichts, worauf man nicht auch selbst gekommen wäre, nichts, was man nicht schon an anderer Stelle ähnlich mal gelesen oder gesehen hätte. Aber ich habe ein paar doch interessante kleine Informationen über das SCP herausbekommen und über das und ein paar Gedanken meinerseits möchte ich gerne reden. Einmal gibt es die Vermutung, dass der ausgeblendete Doktor am Ende des Artikels ein gewisser Dr. Klein wäre. Ich habe ein bisschen recherchiert, aber leider nichts wirklich Aussagekräftiges über Klein bzw. nichts Informatives, warum er das sein sollte, gefunden. Aber es herrscht so ein bisschen der Konsens, dass es doch vermutlich Dr. Klein gewesen wäre. Das SCP, das in dem Artikel neutralisiert wurde durch den Vorfall, soll angeblich bekannt sein. Es handelt sich tatsächlich um ein SCP, das ursprünglich mal nicht ausgeblendet war. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob das SCP mittlerweile einfach immer noch dasselbe ist, also das immer noch vorgefallen ist, aber es wurde in diesem Artikel jetzt ausgeblendet, oder ob es eben nicht dieses SCP betreffen sollte, weswegen stattdessen ein ausgeblendetes, in diesem Sinne nicht existierendes SCP neutralisiert wurde. Ursprünglich hieß es in diesem Artikel nämlich mal, dass SCP-488 das betroffene SCP gewesen wäre. Für diejenigen, die es nicht kennen, was vermutlich die meisten von euch sind, so ging es mir auch, SCP-488 ist The Crowd, also die Menge, die Masse, meistens Menschenmasse. Es handelt sich hierbei um ein SCP, das Menschen in sich aufnimmt. Es ist eine Gruppe Menschen, aktuell sind es glaube ich 12 Menschen oder 11, die alle mit einer zentralen Masse via sowas Ähnlichem wie einer Nabelschnur verbunden sind. Diese Menschen, die mit dieser Nabelschnur mit dieser Masse verbunden sind, damit alle zusammenhängen, sind nicht mehr aus Fleisch und Blut. Sie sind nur noch ein Haufen Haut und ihre Organe und ihr komplettes Innenleben in diesem Sinne wurde mit irgendeiner komischen Biomasse ersetzt, die sie noch analysieren müssen. Dieses SCP sucht aktiv Menschen und nimmt diese Menschen in sich auf, möchte sich dadurch erweitern. Sie benutzen dabei auch die Fähigkeiten von Menschen, die sie aufgenommen haben, und nutzen sie auch als Lockvögel, um andere Menschen anzuziehen. Zum Beispiel, wenn dein bester Freund auf dich zukommt, traust du ihm natürlich, aber er könnte tatsächlich einfach nur in diese Masse aufgenommen worden sein und du bist darauf reingefallen, wie quasi in eine Fliegenfalle, und du wirst in die Masse hineingezogen von den Menschen, die dazugehören. Dann wirst du ein Teil der Masse. Die Menschen können nicht aufgehalten werden, sie können nicht getötet werden. Nur indem man die zentrale Masse angreift, merkt man wirklich einen Schaden, den dieses Wesen, diese Entität, dieses SCP nimmt. Das ist SCP-488 The Crowd und dieses SCP sollte bei dem Urknallvorfall, nenne ich es mal, angeblich ursprünglich mal neutralisiert werden. Das wurde revidiert, wie man im Artikel sieht. Es handelt sich scheinbar nicht mehr um SCP-488. Kann ich auch nachvollziehen.
Ich sehe nicht unbedingt den Grund, warum man dieses SCP dadurch hätte neutralisieren sollen. Das macht es nicht irgendwie tiefer oder interessanter, das ist einfach nur, das ist jetzt so. Also ich sah jetzt auch nicht den Mehrwert, dass dieses SCP nicht mehr existieren sollte deswegen. Was ich persönlich an dem Artikel nicht gut fand, was mir nicht gefallen hat und was auch allgemein sehr vehement bekritisiert wurde von den Leuten, die es bisher gelesen haben, ist die Anmerkung, dass die Leute doch keine Musik mit diesem SCP hören dürfen. Ganz egal, als was ein SCP klassifiziert ist, auch wenn es als sicher klassifiziert ist, der Standard bedeutet, dass es zumindest weggeschlossen ist. Es würde nie einfach so rumliegen, es würde nie einfach jeder darauf zugreifen dürfen, ganz egal was es ist. Ganz wenige SCPs gibt es, die frei rumlaufen dürfen oder mit denen man aktiv Kontakt haben darf. Aber das sind wirklich Ausnahmen. Die werden aktiv erwähnt und dokumentiert. Standardmäßig dürfte nie irgendein Typ dahin gehen und das SCP bedienen. Und ich sehe deswegen auch nicht den Grund, warum man das anmerken sollte. Das wirkt wie der Versuch, etwas Amüsantes einzubauen, was aber in diesem Sinne nicht unbedingt amüsant ist, sondern eben nur nach einem, auch wenn es von meiner Seite her jetzt hart klingt, kläglichen Versuch aussieht. Zu guter Letzt der Vorfall mit dem Urknall. Die Idee fand ich persönlich am Anfang sehr interessant und ich möchte auch anmerken, dass ich sie für sinnvoll halte, dass es sinnvoll ist, dass sie in diesem SCP auftaucht, dass sie das ausprobiert haben. Absolut sinnvoll und ich finde auch, dass es nicht falsch ist. Ich finde es interessant, die Implikationen dessen sind sehr, sehr interessant vor allem. Die Frage hat sich im Forum mal, also im SCP-Forum ein paar Mal gestellt, ja, wie konnte da irgendein Geräusch übertragen werden? Im Weltall herrscht ein Vakuum und es wird kein Geräusch übertragen. Ja, das stimmt. Es wurden aber auch keine Schallwellen aufgenommen, sondern Radiowellen. Das ist ein gravierender Unterschied. Also diese Kritik ist unangebracht und tatsächlich auch falsch. Man kann tatsächlich diese Radiowellen in dem Sinne aufnehmen. Was ich allerdings durchaus kritisiere, ist, dass sie den theoretisch errechneten Wert für die Zeit des Urknalls genommen haben. Wir wissen nicht, wann genau der Urknall war. Das sind Theorien, mathematisch berechnete Theorien. Und wir wissen nicht, ob es genau dann war, dass sie zufällig genau die Zeit des Urknalls getroffen haben, halte ich für etwas unwahrscheinlich. Und ich meine, was wäre gewesen, wenn sie die Uhrzeit auf 2 Minuten vor dem Urknall eingestellt hätten? Was passiert dann? Nichts? Oder nach 2 Minuten kommt dann plötzlich der Urknall? Oder wie darf man sich das vorstellen? Also das finde ich, ich weiß, man darf bei SCPs nicht zu viele Fragen stellen, denn sie sind ja nicht ohne Grund als anormal klassifiziert. Aber dieser Artikel ist in meinen Augen eher mager. Eine gute Idee, eine nette Idee, die leider nicht so gut ausgearbeitet wurde, wie sie es hätte müssen. Und deswegen interessant, kann man lesen, kann man ein paar Gedankenspiele zu machen, aber nichts Beeindruckendes. Da schließe ich mich der breiten Masse der SCP-Community an. Ich danke euch fürs Lauschen dieser Auswertung. Damit einen wunderschönen Abend euch noch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!